Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Two Point Campus. So, wir kaufen das jetzt mal und wir starten mit dem nächsten Jahr. Folgejahr starten. Ich werde vielleicht die Station rausnehmen. Zeit. Aber was ist die Alternative? Maggie hat für uns recherchiert. So, kommt das jetzt hier mit dem ganzen... Als ob! Ja, ich habe meine eigene Kurzschrift entwickelt, um massiv Zeit zu sparen. Dadurch kann ich in Vorlesungen gut aufpassen und gleichzeitig Notizen machen. Klar, manchmal ist das Ergebnis ziemlich schwer zu entziffern, was wiederum Zeit vergeudet und echt deprimierend sein kann. Falls ihr also echte Kurzschrift beherrscht, meldet euch doch bitte bei mir. Ja? Das kannst du verkaufen, das braucht keiner. Gemeinheit, ey. Wir nehmen das mal. Oh, das nehmen wir mal. Guck mal, das wären insgesamt 13. Macht das auch was? Nee. Der Campus wird erweitert. Sogar noch mehr als gewöhnlich. Dann wüsste ich auch nicht, was ich verbessern sollte. Ich hab nichts. Was ist das? Mülleimer. Mülleimer. Weil ich habe jetzt hier schon alles gebaut, was geht. Ist das Deko? Nee. Warte mal, du liegst so. Fünf. So, dann brauchen wir noch hier Badezimmer, beziehungsweise Toilette. Dann kommst du dahin, jetzt du kommst dahin. Jetzt schalten wir zu Wanda, die offenbar über Poster berichtet. Unterhaltung noch. Also ein Wein hier. Heute reden wir über Poster und insbesondere darüber, was sie über euch aussagen. Ein Jasmine Odyssey Poster sagt mir, dass ihr nett seid und gut duftet. Ein Autoposter sagt mir, dass ihr auf mechanischen Kram steht, so wie Vergaser, Auspuffrohre und Getränkehalter. Und ein Cheesy Gubbins Poster sagt mir, dass ihr richtig doll hungrig seid. Wieso kann ich das denn nicht? Ach, ich habe kein Geld mehr. Ja, okay, geht auch. Tag der offenen Tür. Minigolf. Ja, komm. Und dahin. Achtung, der Stundenplan hängt jetzt aus.
Was? Und das. Medizinische Durchsage. Patienten mit Robotik treffen ein. So, ich habe keine Weiterbildung mehr. Ich kann es mir auch gar nicht leisten. So. Das ist schon mal eins. Mit Robotik. So, ach, das sind die. Ich meine, die dürften ja nicht so lange, oder? 3, 1, 2, 3. Könnte ich das nicht gerade noch irgendwie sehen? Hier, ja, also die sind schon die nächsten hier. Das ist sehr gut. Den 30.000. Dann hoffe ich mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, die haben jetzt schon so 28. Das ist so wenig. Hausmeister im Schlafsaal benötigt. Welchen Raum habe ich denn? Das ist 30. 25. 25. Bibliothek? Nee, das ist 38. Mehrere Zimmer mit Behandlungsvermögen von 40%. Ja, aber wer? Vielleicht die, wenn es durch ist. Abwarten. Geheilt. Was? Was ist denn hier los? Die wollen einfach nicht. Mal ein paar mehr Leute einstellen. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wenigstens das Geld fließt. Wir von Bungle wissen, was junge Leute von einem Auto wollen. Unabhängigkeit. Spaß. Das will hier nicht so richtig, ne? Robotik ist halt anscheinend nicht meins. Wenigstens drei. Wenigstens drei. Davon werde ich auf jeden Fall noch ein paar eins brauchen. Ja, ich weiß, dafür muss ich jetzt noch einen Arzt einsetzen. Und wenigstens einmal noch verbessern. Kann ja nicht schaden. Ich habe jetzt schon mal 60 Studenten auf dem Campus. Assistent in die Bibliothek, bitte. Der Heilungsrat ist halt nicht so cool, ne? Aber welchen Raum habe ich denn? Das würde ich ganz gern wissen. Mir fehlen hier einfach die Leute, ne? Wo sind die Dozenten, wenn man sie mal braucht? Die Inspektion heile 3 medizinische Probleme, das ist was anderes. Ja. Mach keine. Also die lernen auf jeden Fall, so ist es nicht. Jetzt fehlen hier die Ärzte, ich fasse es nicht. Also die Dozenten. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Oh, ich will das nicht hören. Ah, die brauchen alle so einen Seelenheiler. Denen geht's allen ein bisschen mies. Habe ich so einen denn überhaupt? Ja.
Warte, du darfst... Nee, das wollte ich nicht. Du darfst dann nicht arbeiten. Wo ist denn jetzt die Seelenfische? Seelsorge. Hier. Ey, lass mich doch mal jetzt... Ach, ich hab gar nicht. Hausmeister in der Station benötigt. Und dann noch bitte ein Blümchen. Noch einmal vielen Dank an die Orbi-Stiftung, die unsere heutige Show gesponsert hat. Danke auch für die merkwürdigen Kekse. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell wieder machen, aber es war durchaus interessant. Wie auch die Kekse. Ah, 30.000 brauche ich dafür. Tag der offenen Tür. Komm rein. So, du bist jetzt hier fast fertig. Ich finde es auch schön, dass er die Sachen verbessert mit einem Bunsenbrenner. So, jetzt gucke ich mal. 88%. 68. Das sind jetzt aber nur zwei, ne? Also es gibt schon einen krassen Boost, wenn du die verbesserst. Der war auch nur bei 25, ne? Dann gucken wir mal, was für einen Boost das gibt. Warte mal, was sagt denn Psychiatrie? Da stehen so viele vor, das ist das Problem. Hausmeister zur Upgrade-Montage, nee. Bitte. Da stehen einfach zu viele davor. Live-Act gibt es nicht. Gibt's was, was ich neu erforschen kann? Nee. Ich will mal warten, wie viel das passiert. Also der war bei 25. Jetzt will ich mal ein bisschen Geld sparen. Ich will wissen, wie viel das sich um wie viel verbessert, wenn das denn hier ist. Eigentlich muss ich eh alle verbessern, das ist ja schwachsinnig. So, Mopser 2-2. So oder so muss ich sie ja. Aber die sterben trotzdem, ne? Das ist so ätzend. So, ich brauche noch einen Behandlungsraum. Das Geld kommt ja von alleine. Da habe ich ja nichts mit zu tun. Und sobald alles erforscht ist, kann ich auf jeden Fall... jetzt anfangen auch nochmal zu verbessern. Oh, das Jahr ist gleich wieder um. Auszeichnungen ansehen. 89, also mein Prüfungsdurchschnitt wird immer besser. Immer noch Anzahl der Clubs, das verstehe ich nicht. Hier, das war das Falsche. Hier. Clubs. Ach, der hat das gar nicht gezählt, der Schlafclub hier. Wieso zählst du denn nicht? Sag mal. Nee, verbessern kann ich eh nicht. Dann starten wir mal das Folge. Ja, die wollen nichts Neues. So, aber bin gespannt. Hier fehlt noch einer. Marketing. Ach nee, rekrutiert.
Sag mal, wie viel Geld habe ich denn? Weiterbildung starten. Hm, machen wir es so. Du kannst jetzt auch noch Seelsorge machen. Du kannst Seelsorge machen. Geisterjäger. Seelsorge. Pfleger. Bibliothek. Medizin. Seelsorge. Was ist eigentlich feuerresistent? Benötigt zum Löschen von Feuern. Brandschutzbeauftragte gehören einer seltenen Art von Alltagshelden an, die unbemerkt unter uns weilen. Durch ihre Ausbildung sind sie in der Lage, Feuer zu erkennen und sie mit Schaum zu überdecken. Sehr gut. Pfleger. Instandhaltung. Und nochmal Instandhaltung. Und die Bib. Ah, machen wir mal eher Feuer. Weil so viele Mechaniker brauche ich gar nicht. Medizin. 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 Wo ist die Pflege? Da. Pflege! Hat mich jetzt sehr viel Geld gekostet. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Aber ich bin gespannt, wie es denn jetzt läuft. Also, da fehlt mir noch ein Räumchen. Du bist halt auch bei 8. Wieso hast du weniger als er? Du hast 2. Du hast auch den. Du hast 8. Mir fehlt noch hier so ein Teil. Jetzt müsstest du auch bei 9. Na gut, 69 ist aber auch egal. Gut schon. Was sagt denn die Bib? Quatsch, die Psychiatrie. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Können wir wagen, glaube ich. Annehmen. Versuchen wir unser Glück. Gib Geld. Der ist hier fast fertig. Der Stundenplan ist nicht. Der war jetzt bei 25. Aber er wird trotzdem nicht geändert. Und ist auf 45 hoch. Damit haben wir das. Okay. Sir Nigel Bittleworth auf Two Point Radio. Wie ich höre, hat eine weitere Universität für die angehenden Eierköpfe und Bücherwürmer des Two Point County die Tore geöffnet. Zuhörer mögen sich entsinnen, dass ich nicht viel von neuen Universitäten halte, weil sie einfach nicht alt und dementsprechend nicht gut genug sind. Wenn sie so gut wären, hätte sie es schon viel länger gegeben. Das nennt man Logik, werte Studenten. Aber sicher können Sie damit nichts anfangen. Medizinische Durchsage. Patienten mit Mimenkrise treffen ein. Eins, warte, du warst die hier? Oh, das wird immer mehr da. Du machst mal auf 3. Ach, du bist gar kein Notfall. Ha! Lol. Na kommt schon, Jungs und Mädels. 2 habt ihr, haben wir schon. Geld kommt jetzt auch langsam rein. Weiterbildungen werden ja gemacht. Die Heilungsrate muss nochmal hoch. Und ich brauche nochmal eine Psychiatrie. Das ist das. Versuch gerade so viele wie möglich nach vorne zu schieben. Ich muss die Bibliothek auch noch mit rüberziehen. Nicht die Bibliothek. Obwohl eigentlich schon, ne? Dass die Bibliothek dahin kommt und dann hier nochmal so eine Psychiatrie. Man kann ja so bleiben.
Wir verkaufen die mal. Dann wir kopieren die hier. Die ist, glaube ich, cooler. Hausmeister in der Kopfklinik benötigt. Und hier kopieren wir. Und sagen, du kommst dahin. Und stellen noch einen Arzt ein. Oh, ich hasse Tonnenblinde. Mauts Katzen an, das gefällt mir. Das ist gleich viel sympathischer. Zwei sind fehlgeschlagen. Wo ist meiner? Einer fehlt noch. Der ist super stürmwütend hinaus. Warum? Nein? Ja? Immerhin, ich habe mehr als die Hälfte, ne? Glückwunsch. Dankeschön. Sieht so leer aus, ne? Der Raum ist eindeutig zu groß für das, was da reinkommt. Hausmeister für die Reparatur des Kopfmopsers benötigt. Ein Kopfmopser. Auch ein sehr schöner Name. Der Kopfmopser. So, ich habe nichts mehr. Schade. Aber dafür geht das mit dem Geld jetzt schon wieder hoch. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch warten, ne? Eigentlich nur noch warten, die Leute verbessern und hoffen, dass die Heilungsrate wieder hochgeht. Willkommen zurück! Dieser Tage scheint ja jede Woche eine neue Universität eröffnet zu werden. Ein Umstand, der mir Rätsel aufgibt. Dennoch scheint es angebracht, der Gründung einer weiteren Einrichtung für Spielspaß und ein bisschen Lernen zu gedenken. Lasst uns nun in Erinnerungen und Nostalgie schwelgen. Dieses Gefühl, dass früher auf irgendeine schwer fassbare Weise alles einfach besser war. Woher kommt dieses Gefühl? Sehen wir die Vergangenheit durch eine rosarote Brille? Ja. Gut möglich. War früher wirklich alles besser? Höchstwahrscheinlich. Zur Not können wir hier nochmal was machen. Zu essen gibt's. Oh, wie die hier anstehen, nur um sich so eine Gemüseplatte zu holen. Oder was kriegen die da? Gemüsekekse. Hausmeister in der Psychiatrie benötigt. Ja, ich weiß. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich sage, das wäre eigentlich voll gut. Der ist gut. Den nehme ich mir einfach mal so mit. Weil er nämlich 15 ist. Wenn die jetzt noch ein paar dazukommen, dann hätte ich auf jeden Fall für nächstes Semester, also nächsten Studiumsjahr, auf jeden Fall genug Studenten auf dem Campus. Jetzt muss der nur noch die Heilungsrate hoch, ne? Guckt euch das an, wie schnell das geht. Aber er ist ja noch eins. Na komm, ich höre so viel Pling, 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 dass es funktioniert. 15! Ach komm schon. So, ich glaube beim nächsten Durchgang, wo ich sage, hier nur noch Weiterbildungen, konzentrieren wir uns dann nur auf die Ärzte. Je besser die Ärzte sind, desto besser werden dann auch die Studenten. Ich hoffe mal, ich habe hier noch genug Betten. Was sagen denn die Studenten? Ne, das war das Falsche. Hier. Studenten, Statusverteilung, Campusleben. Ah, es gibt nicht genug. Wohnungen. Wie im echten Leben halt, ne? Hausmeister bei den WCs benötigt. Hm.
kopieren. Ich bin früher sehr gerne mit dem Zug gefahren. Der Dampf, die Gurken-Sandwiches, die Koffer, die unweigerlich von der Gepäckablage rutschten. Heutzutage fehlt bei der Nutzung des Schienenverkehrs ein wesentlicher Bestandteil. Alle starren immer nur noch auf ihre Mobiltelefone. Es war mir immer eine große Freude, tunlichst andere Fahrgäste zu ignorieren. Nun tut das einfach jeder. Wo bleibt denn da der Spaß? Wo ist die Tür? Ich weiß, da fehlt irgendwas, aber die werden es mir gleich sagen. Die werden mir gleich sagen, was fehlt. Badezimmer. Badezimmer ist so klein. Zur Not können wir da noch mal vielleicht so ein kleines Häuslein hinbauen. So, das hätten wir. Und ein neues Projekt? So. Können ja noch mal ein bisschen Geld machen. Echt jetzt? Kaffee und Gemüse, ne? Die leben aber gesund, du. Nee. Was auch immer das eben gerade war, ich habe keine Ahnung. Studenten auf dem Campus. Oh, meine Heilungsrate geht runter, das kann doch nicht wahr sein. Ich höre doch die ganze Zeit so bim, 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 bim. Wie können die denn so schlecht sein? Na schön. Also 9 müssen noch in die Weiterbildung. Aber ich glaube, im nächsten Studienjahr schaffen wir auf jeden Fall das mit dem Campus. Man muss halt nur noch die Dings hoch. Und dann haben wir unseren zweiten Stern. Oder die Heilungsrate geht von alleine hoch, wenn gerade kein Patient geheilt wird, also, beziehungsweise keiner sich auf dem Campus befindet groß. Komm schon, wir sind schon bei 80. Gib's mir. So, 10 Punkte habe ich wieder. Ich habe dann auf jeden Fall 81. 83. 80. Wozu habe ich euch überhaupt? Aber die Daten muss jetzt doch... Smell my cash. Das Studentenleben ist schon hart genug. Da können wir euch wenigstens jede Menge Geld geben. Smell my cash für Studierende. Klar, ihr müsst es irgendwann zurückzahlen, aber darüber könnt ihr euch später sorgen. Das sieht so komisch aus hier, aber ist egal. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Komm schon, das machen wir jetzt noch fertig. Klar, die meisten werden jetzt gehen, aber das ist nicht das Problem. Wenn das Jahr gleich vorbei ist, die kommen ja wieder. Jeder hat seine Ausbildung abgeschlossen, sind noch 7. Auszeichnung ansehen. 20 machen ihren Abschluss, 54 bleiben. Immer noch Anzahl der Clubs nur ein. Kann doch nicht wahr sein. Na gut, das war jetzt nicht so cool. So, das kann ich nicht verbessern, aber jetzt habt ihr gesehen. Nochmal, Studiengänge verwalten. Wir müssten 83 kriegen. Die Jahresendwertung wurde veröffentlicht. Für Daumenbrücken ist es jetzt zu spät.
Und da haben wir sie. Da haben wir den zweiten Stern jetzt. Da sie schon hier sind, sollten sie auch gleich die lokale Delikatesse probieren. Ja, ich habe eine echte Schwäche für Tumblebeeren entwickelt. Es kann mühsam sein, an sie ranzukommen, aber zum Glück werden sie zu dieser Jahreszeit automatisch von den purzelnden Wandern heruntergeschüttelt. Viel Spaß, viel Erfolg beim Suchen. Und ich habe den Bakterienteppich freigeschaltet. Okay, wir gucken uns mal ganz schnell an. Heilungsrate von 90. Studierende machen Abschluss mit Note A+. Kann ich mir ganz kurz mal die Noten angucken? Ja, als ob, ist mir egal. Campusstufe 20. Heilungsrate 100. Ja gut, das wird auch gerade keiner gemacht. Ja, dann heißt es eigentlich jetzt abwarten und Tee trinken, die Leute verbessern. Und Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck Gebäude kaufen. Eindruck. Dass man die hier vielleicht nochmal auslagert und dann woanders hinstellt. Wo könnte ich denn noch? Hier hinten. Ne, dass ich das denn hier hinten auslagere, die Forschung und die drei Räumlichkeiten, und dann kann ich ja nochmal Dings hinpacken. Das können wir auf jeden Fall machen. Das machen wir aber im nächsten Part. Warte. Gipsgießer. Kann ich jetzt hier nur Upgrades machen? Wer von euch kriegt noch, hat noch Zeit für ein Upgrade? Du. Hier. Alle anderen können kein Upgrade machen. Ich wollte ein Upgrade gucken, ob ein Upgrade kommt. Ne, Kopfmopser 3, Kopfmopser 3. Ihr auch. Na gut. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich wurde kürzlich in die Tage meiner Jugend zurückversetzt, nachdem ich mich unabsichtlich im Wäscheschrank eingeschlossen hatte und dort buchstäblich über meine alten Tennisclocks gestolpert war. Wie lange ist es doch her, seit ich mich zuletzt meiner Zeit im Tennisteam der Universität entsann. Es hieß, allein der Klang unserer hölzernen Schuhe habe die Mädchen des Campus erröten und in nervöses Gekicher ausbrechen lassen. Böse Zungen behaupten allerdings, das habe eher an unseren kurzen Hosen gelegen. Medizinische Durchsage. Patienten mit Matschbirne treffen ein. Okay, ich weiß gar nicht. Es gibt sogar einen Weihnachtsshop schon. Winterkiosk. Das war jetzt aber nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich den hier, aber ist egal. Gut, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Wir werden jetzt hier so ein bisschen umräumen. Wir werden das jetzt im nächsten Part hier das rüberschicken. Die Dozenten können ja mal ein bisschen länger laufen. Das ist mir egal. Hier kommen dann nochmal ein paar Räumlichkeiten hin. Was sagen denn jetzt die Studenten zum Statusverteilung Häuser? Also die teilen sich mit zu vielen Leuten, teilen die sich zu viele Zimmer hier. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen, auf Wiedersehen und bye bye.